Mein Name ist Juliane Krohn und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der gemeinnützigen In Natura. Und ich habe In Natura gegründet, weil ich 2009 nicht mehr mit ansehen konnte, dass in großen Mengen fabrikneue Konsumgüter entsorgt werden, die eigentlich dringend im gemeinnützigen Sektor gebraucht werden. Wir wissen, dass in Deutschland jedes Jahr für über 7 Milliarden Euro Produkte entsorgt werden. Mein Name ist Diana Ochs, ich bin bei der In Natura Ansprechpartnerin für unsere Empfängerorganisation. Das heißt, für alle Organisationen in Deutschland, die gemeinnützig oder wildtätig sind. Das sind zum Beispiel Einrichtungen aus der Kinder- und Jugendhilfe, aus der Flüchtlingshilfe, Organisationen aus der Entwicklungszusammenarbeit, Frauenhäuser oder auch Einrichtungen, die mit behinderten Menschen arbeiten, für Seniorinnen und Senioren da sind und so weiter. Das Tolle an In Natura ist, dass wir sozialen Nutzen und Umweltschutz miteinander verbinden. Das heißt, die Organisationen, die von uns Sachspenden erhalten, haben so die Möglichkeit, ihre Budgets anders sinnvoll zu verwenden, ihre Angebote abzusichern, mehr Hilfsbedürftige zu unterstützen oder auch besondere Freizeitangebote zu machen, zum Beispiel, die sonst nicht finanzierbar sind. Und dazu schützen wir gemeinsam die Umwelt, weil eben die Produkte sinnvoll verwendet und nicht entsorgt werden. Das ist prima. Ich bin Annette Wolter und seit 7 Jahren bei der In Natura für das operative Geschäft zuständig. Dazu gehört vor allem die Ansprache von Spenderunternehmen. In den vergangenen 7 Jahren haben wir bei der In Natura Produktspenden im Wert von ca. 25 Millionen Euro von 120 Unternehmen eingesammelt. Wir bieten den spendenden Unternehmen die Möglichkeit, mit den nicht, für sie nicht mehr verkaufbaren Produkten einen sozialen Beitrag zu leisten. Spendeunternehmen haben über uns die Möglichkeit, auf mehr als 4.500 soziale Einrichtungen in Deutschland zuzugreifen, an die wir dann die gespendeten Produkte weitervermitteln. Die Spendeunternehmen können damit hohen sozialen Nutzen stiften, ihre CSR-Aktivitäten ausbauen und nachhaltig wirtschaften. Hallo und herzlich willkommen hier im In Natura Sachspendenlager, dem Herzstück unserer Arbeit. Gehen wir mal rein. Ja, wir haben hier ca. 1000 Quadratmeter Lager, auf dem wir die Sachspenden, die wir von unseren Spenderunternehmen bekommen, einlagern und dann für die Vermittlung an Sie auch entsprechend zusammenstellen, vorbereiten und verschicken. Kann man auch immer sehr schön sehen, nur die Produktpalette aus dem Bereich. Wir haben jede Menge Windeln, Feuchttücher immer im Angebot, eins der Produkte, die auch sehr gefragt sind, weil sie einfach in großen Mengen gebraucht werden. Sehr schön, jetzt gerade hier zum Schulanfang haben wir auch Schulranzen und tolle Mäppchen, die für die Kinder, deren Eltern sich diese Dinge nicht leisten können, natürlich ganz besonders toll sind, weil sie nicht eben nur notwendig und praktisch sind, sondern eben natürlich auch Freude machen. Zum einen können wir gar nicht genug Produkte bekommen. Gerade Artikel des täglichen Bedarfs, Windeln, Waschmittel, Reinigungsmittel, da könnten wir viel, viel mehr verteilen, als wir tatsächlich von Unternehmen bekommen. Und zum Zweiten ist die steuerliche Behandlung von Sachspenden immer noch ein Hinderungsgrund für viele Unternehmen. Denn Spenden ist aktuell immer noch teurer als die Entsorgung und Unternehmen entscheiden sich deswegen leider mehrheitlich für die Entsorgung von Dingen, die eigentlich dringend gebraucht würden.